Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ranked Dynamic Queue auf meinem Main Account. Die Placements haben wir hinter uns gebracht und ja, was habe ich da sehr, sehr lustige Sachen gesehen in den Kommentaren? Und zwar, ja, alles mögliche von Gratulationen über, ich war Bronze, ich war letzte Season Platin und bin mit 9-1 in Bronze eingestuft worden. Kappa. Ja, keine Ahnung, ganz komisch. Ja, ich bin auf jeden Fall Platin 4 und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach mal häufiger, neben meinen Normal Games, die ich immer mal bringe um 17 Uhr, werde ich auch häufiger mal so Ranked Games bringen. Denn normalerweise kommen ja um 14 Uhr immer die normalen Formate, wie jetzt zum Beispiel Road to Master mit Clure oder Madness Monday, Break the Meter, noch ein anderes Format, was ich jetzt bald noch machen werde. Und ich habe mir gedacht, um 17 Uhr können wir das so ein bisschen mixen. Mal Normal Games, mal ein paar Ranks auf meinem Main. Denn ich möchte mit meinem Main auch ja, so ein bisschen climben, zumindest Diamond erreichen auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was noch so drin ist. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir das mal und spielen mal ein bisschen. Ihr könnt ja mal reinschauen, was ihr davon haltet, dass ihr jetzt ein paar mehr Ranks auch ab und zu mal um 17 Uhr zu sehen bekommt. Die werde ich einfach so mixen. Mal Solo-Queue, mal 2er, 3er, 4er, 5er. Je nachdem, wie ich Bock habe, glaube ich. Und wir gucken einfach mal. Heute spiele ich auf jeden Fall mit Clure, der Lucien Mitte gepickt hat. Clure, wie ist es denn zu dieser Sache gekommen? Total gezielt und geplant in der Lucien Mitte. Wir haben Lucien am Paar. Total geplant, die Lucien Mitte. Die Lucien Mitte vor allen Dingen. Nice. Bam. Ja, da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, Clure, was du da reißen kannst mit Lucien Mitte, weil das ist ja dein Main, ne? Ja, mein Main. Lucien. Clure ist ein bisschen am struggeln, der hat schon ein paar mehr Rank-Games hinter sich auf seinem Account als ich. Und ja, ich guck mal, wie ich jetzt hier so klarkomme. Wir schauen einfach mal. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin. Die Gegner haben auf jeden Fall Niederlee-Jungle, was sehr nervig werden könnte für mich. Auf die invadet dich. Der Fall. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, welche Route ich mache. Es ist ja nicht unbedingt für jeden Champion üblich, nach drei Camps direkt wegzugehen. Immer lieber noch einen Pot. So, jetzt haben wir den Camp fertig. Jetzt können wir direkt mal weggehen. Warum habe ich Gragas gepickt? Erstmal, uns hat noch ein bisschen Magic Damage gefehlt, weil wir ein sehr AD-lastiges Team haben. Ich habe einen guten Peel mit Gragas, nur durch meine Cask, durch mein E, durch den Slow von meinem Q. Finde ich eigentlich ganz gut für unser Team, da wir zwei AD-Carries haben. Und ja, Gragas, uns fehlt eine Frontline. Und ich bin mit Gragas ganz, eine ganz gute Frontline. Wir haben eine Riven Toplane, wie gesagt, zwei AD-Carries, Nami. Ich denke mal, Peel sollten wir eigentlich genug haben. Müssen wir mal gucken. Außerdem bin ich der perfekte Skin für die Nami, denn ich habe ja den Scuba Gragas, der gute alte Taucher. Und ja, mal sehen. Mal sehen, was wir reißen können. Ich hab Bock. Gragas habe ich ja eine Zeit lang mal übel gespammt. Wer sich da noch an meine Streams erinnert, da habe ich sehr, sehr viel Gragas mal eine Zeit lang gespielt und der Champion ist immer noch extrem strong. Also sollte man nicht unterschätzen. Deswegen mal gucken. Mal gucken, was sich hier reißen lässt. Bam. Bam, Alter, die Ari kassiert. Pass ein bisschen auf, ne? Niederlee denkt dran. Okay, die ist hier bei mir. Kannst du kommen? Ja. Bin da. Nice. Will den verdammten Assist haben, 200 Gold. Er ist dann ein Ari. Sehr schön. Ja, die hat ein bisschen besser gesmited als ich. War ein bisschen unlucky. Ari hat keinen Mana mehr. Eigentlich könnte mir die klatschen. Ja, Olaf hat auch keinen Mana. Ich guck mal, ob ich Toplane ganken kann. Ja, Olaf ist zu weit hinten. Aber Ari wird jetzt pushen. Ari wird wahrscheinlich jetzt pushen, ja. Ich komm mal bitte. Na, okay, nevermind. Die haben die Dings gemacht. Brauche ich gar nicht kommen. Holy cow. Das ist ein bisschen unlucky, dass die beide verreckt sind. Vor allem gegen eine Jinx. Ich sehe jetzt immer mehr Leute, die auch Warlords Bloodlust mitnehmen. Finde ich sehr interessant. Ich finde tatsächlich mit fast allen AD Carries immer noch Thunderlords besser. Ich weiß auch nicht. Manche sieht man auch mit... Er hat auch Lucien auch Warlords Bloodlust mitgenommen. Das ist eigentlich auch cool, aber ich finde dieses Thunderlord, den Proc kriegst du ja mit Lucien super schnell raus.
Ja, du kriegst halt Q Auto-Tech. So, ja, dann ist der Proc halt raus, ne? Hier ist ein Jungler, ne? Pass auf, Mitte. Deswegen macht es immer mal Sinn, gerade gegen solche offensiven Jungler wie Niederlee, macht es echt super viel Sinn, auch mal den Wolf zu smiten, weil man dann direkt sieht, wenn sie in der Nähe ist. Das ist einfach super worth. Ja. Okay. Klick dir mal hier eine Ward rein. Ja, mal gucken. Wie gesagt, zwei Kills auf Jinx ist noch nicht so optimal. Die geht sogar auf den Pot. Okay, finde ich sehr merkwürdig. Ich weiß nicht unbedingt, ob man es mit Niederlee braucht. Dafür spiele ich Niederlee zu selten und kenne mich nicht aus mit ihrem Sustain im Jungle und mit ihrem Clear. Aber ich bin Mitte. Ja, genau, damit ich meine E-Use. Scheiße, mal das klappt. Okay. Schade. Ja, schade. Nice. Good job. Shut down, bleed. Shut down, bleed. Zuckerbeat. Toplane ist. Olaf hat kein Flash mehr. Okay. Wollen wir mal gucken. Richtiger Go-Go-Tanz. Greed. Das ist ein Trash. Fucking Greed. Ja, die haben wieder gegreedet. Yep. So, gehen wir mal back. Level 6 erreicht. Wir haben unser Jungle-Item und unser Barmys Cinder. Das ist ein sehr, sehr guter Start eigentlich. Wir können uns noch eine Pink Ward mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir so finden. Wir haben auch immer noch den Buff von dem Raptor. Leider nicht mehr allzu lange. Wie man gesehen hat, macht Gragas auch echt immer noch super viel Damage. Also gerade wenn man den Q maxt, man hat super viel Impact Damage durch den E, durch den W und den Q. Das ist einfach mega extrem. Zedertag-Klacks. Zwei Freunde. East Law. Zack. Ja, ich komm mal Bot. Ich leg mal hier eine Ward hin. Na komm, dreh um. Grumpy Grump. Na super, die haben da eine Ward. Ja, der beste Gank ist der Counter-Gank, oder wie war das? Mist, Mitte. Ja, die Ari ist halt. Einfach weg. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab die gerade schon ein bisschen gekombot. Willst du unbedingt Blue Wolf haben? Nee, ne? Klar, außer du brauchst den. Ja, dann nimm. Ich würde den halt smiten. Nice. Schön Spell Spam gegen Ari. Yeah. Ups. Ah, die Nami, Alter. Die ist immer so greedy, ey. Ups. So, gehen wir mal weg. Wir haben Cinder Hulk. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht mal Top ganken, ey. Der hat vorhin irgendwas gesagt, von wegen kein Flash mehr. Ich ping dem schon mal, dass ich auf dem Weg bin. Das Problem ist, gegen Olaf bringt mir halt mein CC gar nichts, weil der halt seine scheiß Ult hat. Ist halt super nervig. Und der hat auch viel zu viel Leben, ey. 1400, Alter. Na, der geht weg, glaube ich. Ja, der geht, glaube ich, weg. Der riecht das. Der geht zumindest warden. Weil ich die Mitte verlassen hab. Naja, bleib mal Mitte ruhig. Boy. Na, beim PC hat immer so kurzzeitige Lex. Freunde, der Ari kommt übrigens zu dir. Ach, schön. Oh, gut. Ja, ich bin dead. Ah, hat so gut gemacht. Ah, hätte ich dodgen müssen. Fuck. Well played. Ja, die Niederlee hat irgendwie gedacht, ich mache kein Damage. Auf, dass der dich nicht noch killt.
Komm in den Skillen hier. Sehr gut. Botlane hat einen Kill geholt. Sehr schön. Gut. Ja, die Nidalee ist sehr cocky und ziemlich schlecht. Nice, die Kalista. Schade, ist gestorben. Ich glaube, wir haben echt einen guten Endgame schon nachher. Mal gucken. Und Gragas, ich werde auf jeden Fall super strong werden. Ich werde ein bisschen Magic Resist kaufen gegen die. Weil die Nidalee und Dings haben und Ahri. Ich habe immer noch meine Pink Ward, die müsste ich eigentlich nur mal legen. Okay. Ich leg die mal hier hin. Ja, da liegt auch eine. Aber vielleicht nicht so die perfekte Position. Ach, bitte für nicht, Pink. Dass ich jetzt tot bin. Ich komme. Lol, an den Minions vorbei. Ja, nee. Die Nidalee ist echt super bad. Keine Ahnung. Ich finde, die ist richtig schlecht. Sag mal, die Mitte ist ja easy, Alter. Revolution Pick, toll. Der sagt doch in der Champions League, OP. Alles gewollt. Die Nidalee wird wahrscheinlich irgendwo hocken, ne? Pass auf. Bete. Oh Gott, ey. Voll Riven. Ja, ich kann den Olaf halt nicht ganken, keine Ahnung. Ist halt super schwierig. Das ist so das Problem als Jungler. Du, wenn jeder seine Lane irgendwie auf eine Art und Weise ein bisschen verkackt, ne, dann musst du halt irgendwie was machen. Relax, Mate. Und vor allem, wenn du dann so jemanden hast, der dir noch ewig viel Druck macht, ne? Ich meine, der Typ, der macht dir halt so viel Druck, Alter. Das ist Wahnsinn. Ja, der schreit halt an Dunn und all so ein Scheiß. Keine Ahnung. Die Freunde, die ist los. Ich will eigentlich nur, dass die da weggehen. Boah, Alter. Das sind so typische Riven Mains, so typische, so richtige Heulsusen, die nur rumjammern, den ganzen Tag. Wirklich, den ganzen Tag. Oh Gott, ey, ist das disgusting, ey. Wenn man wirklich nur einen Champion spielt und dann noch auf die Fresse bekommt, ne, von einem Olaf, Alter, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist super peinlich. Das ist echt super peinlich. Wenn man schon ein One-Trick-Pony ist, Alter, dann sollte man wenigstens ein gutes sein. Ansonsten sollte man halt aufhören, den Champion zu spielen. Das ist halt ultra bad irgendwie. Und vor allen Dingen sollte man nicht den Jungler blamen, wenn man 1 gegen 1 seine Lane verkackt. Das ist halt dann selber schuld. Dann soll man halt keine Riven in den Olaf reinpicken. So, das ist halt dumm. Olaf ist echt schon ziemlich strong. Der ist da. Kannst du da irgendwas machen? Frag, kannst du da was machen? Nee. Der ist tot. Nee. Oh, doch nicht, Alter. Ah, dammit, Mann. Ja. Das ist sehr, sehr schade, Mann. Ah, die Riven. Alter. Du kommst immer zu den passendsten Momenten rein, ey. Ja. Das finde ich gut. Hi, wie geht's? Hi, gut. Wir sind gerade in der Aufnahme. Ja. Ja. Grüße YouTube. Ja, abonniert alle Stay auf Twitch. Abonniert. Hat zwar schon seine 1000, aber. Nein. Braucht noch mehr Mula. Wow. Die Boys der Mula am Hasseln. Ja, genau, nice. Tatsächlich. No TP, Olaf. Pass ein bisschen auf. Ah, du bist dead, oder? Ja. 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 Diese Geister, Alter, von denen kommst du halt nicht weg. Ja. Aber ich gebe der Ari trotzdem ja schon gut auf die Fresse, ey. Ja.
Bist du der Real Perry? Ich eigentlich Infinity Edge als zweites auf Lucian? Ja, ne? Nee, ich würde mir Dings holen. Rapid Fire Cannon. Ist viel besser. Hast einen viel besseren Burst. Viel besseren Instant Burst. Kannst halt öfter traden mit ihr, weil du halt so einen zusätzlichen Proc noch hast. Die haben Drake gerade gemacht. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht, wie man solche Games carryen soll, irgendwie in irgendeiner Weise. Der Toplaner ist halt der übelste Jammerlappen, so. Der jammert halt den ganzen Tag nur rum. Das ist so eine Sache, die ich nie verstehen werde. Wenn ich einen Champion wirklich nur spiele und wirklich nur diesen einen Champion, lern ganken. Ja, was für eine Nase, Alter. Ja, das ist halt der Fehler, den viele machen. Wenn man 1 gegen 1 seine Lane verkackt, dann kann man halt nicht den Jungler dafür blamen. So, dann ist man halt selber ein Noob. Aber das verstehen die Leute immer nie. Das muss man halt lernen. Bam. So, ich kann vielleicht gleich nochmal mitkommen. Klick dir mal eine Ward rein. Boah, können wir hier was machen, Claire? Niederlady ist auch hier. Oh fuck, Alter. Das war ziemlich bad von mir. Mach einfach die Pink. Oh, ich lass rein. Ah, mein Fehler. Na, nicht gut, Mann. Ja. Schade. Ja. Ja, jede Lane so kriegt du so ziemlich auf die Fresse. Botlane verliert. Alter, Midlane nicht unbedingt. Rein und üse Lärm. So. Midlane nicht unbedingt, aber Botlane verliert halt hart. Toplane verliert halt übel. Das ist echt schade, dass ich eigentlich die Ahri. Die fällig mal, aber durch einen kleinen Mist direkt sterbe. Komm, Nami, jetzt zieh dich einmal bitte einfach zurück. Oh, bitte. Oh, Gott, ey. Ich stirb echt ab noch in dem Ignite. Vor allen Dingen war das übelst dumm, dass ich den Kill genommen hab. Fuck. Ja, mal gucken. Ach, du brauchst Hilfe, Riven. Also Sachen gibt's. Sachen gibt's, gibt's ja gar nicht. Niederlee ist hinter dir, ne? Hast du gesehen? Ja. Du bist wirklich sehr viel besser geworden. Wow. Oh, ey. Das ist so lustig, ne? Du machst einfach ein normales Dynamic Queue Game und einer aus deinem Team und zwei Leute aus deinem Gegnerteam kennen dich halt. Obwohl du einfach nur ein ganz normales Random Game zockst. Oh, stirbt die? Ne, die stirbt nicht mehr. Nice, sehr schön. Good job. Ah, das ist ein guter Job. Vor allen Dingen, weil du den Kill bekommen hast. Yeah. Hätte ich mal einen Kill für mich. Die legen aber auch keine Wards, ne? Die sind wirklich komplett Ward-arm. Nur diese Pinks in der Mitte haben sie stehen, mehr nicht. Ja, in der Mitte haben sie keine mehr. Ich bin immer noch hier, ne? Ja. 20 Sekunden habe ich aber leider erst meinen Dings ab. Da mein Hero hat sie gedodged, einfach durch ja. Na, das ist so eine Sache, die an Lucian echt nervt. Dass du halt die Qs dodgen kannst. Ich glaube, die Niederlee könnte gleich Mitte kommen. Ja, wenn sie schon mit den Geistern wieder drauf geht, dann ja. Oh, das ist einfach die Lane. Nice. Ah, fuck, mein Strahl kam nicht mehr durch, der Damage hat das vielleicht sogar gemacht jetzt. Oh ne. Sorry, Mate, aber das war trotzdem ganz gut gespielt von uns, echt. Also, ich hab die gut in deine Richtung gehauen und du konntest sie dann mit dem Last Hit noch executen, das war richtig gut. Oh mein Gott, bitte. Bitte, Riven. Bitte, Alter. Der Typ, ey. Das Game haben wir in der Dash, hab ich ein Gefühl. Mhm.
Games sind immer so übel hart, ey. Das ist Wahnsinn. Blue Buff ist ab. Könntest du nehmen, wenn du willst. Eben nur noch kurz. Ich muss mal mein Trinket wechseln. Boah, ich vergesse das immer, ey. Ja, ich bin eigentlich ganz gut strong. Ich hole mir jetzt noch, weiß nicht. Die Ari ist halt ganz gut, ne? Aber ich kann halt trotzdem nicht die ganze Zeit ganz Magic gut, Wizards bauen. Ja. Ich habe halt Spirit Wizards schon gebaut. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach auf Deadman's Plate oder so. Komm mal zum Blue, bitte. Mage. Pass auf, dass die dich da nicht in Mitte. Oder lass den Blue, lass den Blue, lass den Blue, lass den Blue. Ich nehm den. Ja, die Gäste okay. Erreichen mich hier noch. Ah, ich hab den Blue Buff genommen. Die sind auf dem Weg zur Botlane, glaube ich. Ja. Pull up unseren Blue. Aber von hinten. Pass auf. Wieder Olaf? Nice, sehr schön. Schön runtergespielt. Dammit, Alter. Nice. Sehr schön, das waren ordentliche Kills, ey. Und jetzt noch den Drake, bitte. Dann haben wir's. Das war ein richtig guter Play, ey. Da haben wir richtig viel gemacht. Du hast auch die Nidalee, glaube ich, gekillt, ne? Ja, und den Tower noch genommen. Das war sehr schön. Oh, ein bisschen Damage. Nice. War ein bisschen ungünstig gesmaltet, aber ansonsten okay. Sehr gut. Ja, mit meiner Ult konnte ich die Jinx halt instant killen. Die war sofort weg. Die stand so scheiße auf River, das war richtig bad von ihr. Eigentlich? Müsste Jungus doch voll geil sein auf Lucian. Ja, Jungus ist auch ganz geil auf Lucian. Ist zwar nicht mehr so geil, seitdem die Ult nicht mehr mit Dings skaliert, mit Tech Speed. Mit der Tech-Speed, aber ansonsten, pass auf. Ich verstecke mich mal hinter dem alten Mann hier. Die Nidalee ist echt scheiße. Die Nidalee ist echt super schlecht. Keine Ahnung. Wir können die echt, wenn wir nicht zu greedy sind, können wir die echt easy snacken. So, ich gehe auf Deadman's Plate jetzt. Und dann ficken wir die weg. Gar keine Probleme. Auch wenn mir ein bisschen. Ich vermisse irgendwie viel Cooldown Reduction auf Gragas. Vielleicht sollte ich andere Dings spielen. Andere Runen oder so. Nice, ich hab die Botlane. Nice. Riven macht jetzt auch Kills, das ist super. Ja, ich glaube, die haben das übelst getiltet durch den einen Fight jetzt gerade. Ja. Die sind dadurch übelst Tilt-Mode. Ja. Ja, wir haben ja jeden bekommen, ne? Wir haben ja wirklich jeden Kill bekommen und dann noch die ganzen Türme. Und den Drake, ja. Das war halt super wichtig. Der Olaf kann halt auch nicht mehr wirklich viel machen dann. Pass auf, Olaf könnte hier irgendwo hocken. Oh, das. Wir sollten mal eventuell für Baron aufbauen. Oh, die haben den Red nicht mal gemacht. Ja, die haben Red nicht mal gemacht. Guck mal an, der Fresh. Hi. Muss mal Mitte defen eventuell. Aber geh bitte nicht durch den. Oh. Naja. Wir könnten eventuell. What the fuck? Hat da jemand gerade geflasht? Komm jetzt, ne? Langsam, aber geschmeidig. Wir müssen eigentlich mal Drake gehen. Drake, sag schon Baron. Ich push hier rein. Genau, wir haben Kallister. And let's fucking go. Fighten und danach go.
Na, da habe ich gefailt, aber richtig. Die hätte ich haben können. Easy. War ich gerade eigentlich geultet? RIP, Alter. Spürt den Einschlag meiner Brust in eurem Gesicht. Spürt er den Einschlag meiner Atombomben, Junge. Immer dieses Rülpsen von Gragas, ey. Ich würde jetzt ein kleines Problemchen geben. Alter, nee. Lösen wir dieses Problemchen? Röchchen? Mate, kommst du noch weg? Nein, kommst du nicht. Du bist dead. Oder? Oh mein Gott, die kriegt dich nicht mehr. Oh mein Gott, du bist weg. For you, bitches. Oh, Boys. Kriegen die? Oh ja, die kriegen die. Die kriegen die easy. Oh mein Gott, Klur, das war so close. Ne? Pass auf, die Ari ist da noch irgendwo. Good job. Nice. Da sieht man mal wieder, ne, auch mit zwei AD Carries kann man echt eine Menge machen, aber man muss halt relativ früh drücken. Der Olaf geht halt, keine Ahnung, die bauen halt Magieresi, ne? Obwohl wir zwei AD Carries haben und einen AD Toplaner. Warum baut die Niederlee Magieresi? Das ist so dämlich. Keine Ahnung. Das spricht halt dafür, dass der Typ echt nicht gut ist. Erstmal Negatron. Ja, erstmal Negatron-Mantel, weil wir, die haben ja einen Gragas. Ja. Und der baut ja übel viel AP. Naja. Ja. Wir könnten mal für Baron aufbauen. Let's build up for Baron. Okay. Okay. Kümmer noch so. Das sind mal ganz komische Symbole auf der Map, ey. Das sind irgendwie diese komischen Wards da, diese Minuten-Wards. Diese. Das sind die blauen Wards. Ja, ja, diese blauen. Das ist ganz ungewohnt irgendwie. Jinx ist Botlane, ne? Und manchmal träum ich nur von dir. Ist okay. Hätte ich ihn besser ulten können irgendwie. Nicht mit dead. Oh, das war ein Kackfight. Das war ein schlechter Fight. Oh, das war doch kein schlechter Fight. Ich hab nicht gedacht, dass da so eine 9K Elo Nami Bubble kommt, Alter. Oh mein Gott, war die gut. Well played, Nami. Ja, die Nami hat gewonnen den Fight. Easy, Alter. Ich weiß nicht, sollte ja doch Baron könnte machen. Ja, die Nami hat halt zwei Carries, ne? Die hat die Niederlee, glaube ich, und die Jinx in die Bubble bekommen. Und dadurch sind die instant geplatzt. Oh lol, das war aber close. Die machen nie Rent, verstehe ich nicht warum. Hä, der hat doch Rent gemacht. Der hat doch eh gedrückt. Doch. Echt? Der ist von 1000 auf direkt auf 30 HP oder so gedroppt. So, ich gehe nochmal auf Dings, auf ein bisschen Magieresi. Die Nami und die Niederlee, die machen nämlich, die Nami, die Ari und Niederlee machen nämlich extrem viel Damage. Muss da ein bisschen gegenwirken. Mit dem Negatron Cloak kann ich, glaube ich, da echt viel machen. Ich werde Negatron Cloak. Ich verstehe nicht, warum der unbedingt auf die Ari will. Lost gut. Dragon. Ja, das ist ein Lost Dragon. Das wird gerade ein übelster Throw für das ganze Game, ne? Thrown gerade übelster Spiel. Hier, der Fresh. Nice. Pass auf, klar. Careful, Mate. Mein Gott, rennt nicht alle so weg, ihr Muschis! Ja,
Alter, die macht so viel Damage, ey. Holy fuck, man. Beide fast tot geklopft habe, ey. Beide überleben, warum? Flash ist ein Ulti. Der erste mit der fast zu lang will. Okay. Riven push Toplane. Wir können hier Botlane Work machen. Ja. Die werden sowieso Toplane dürfen gehen. Alter, die macht super viel Damage, die Jinx. Ey, ich hab das Gefühl, die crittet mich jedes Mal, wenn die First hittet. Wieder ein Flash. Wieder ein Flash. Der Flash, die alle von mir weg. Erst direkt Wampe ins Gesicht gedrückt, ey. Alter, bin ich hier nicht gerade irgendwie der Playmaker? Ich weiß GG. Nicht. GG. Ja, aber. Playmaker Lucian, ich sag's mal. Ja, die eine Nami Ult. Wir hätten das aber echt easy thrown können, das Game, ey. Das war super hart, ey. Holy shit. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Statistik und gucken mal nach, erstmal, wie viele Punkte wir bekommen. Denn das ist der erste Sieg nach unseren Placement Games. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. 25, ja, damit können wir, glaube ich, leben. 25 Punkte auf Planet 4 ist, glaube ich, echt okay. Ich habe mehr Schaden gemacht als die. Mehr Schaden gemacht als die Riven. Ja, also, wie gesagt, wir haben ein echt sehr, sehr AD-lastiges Team gehabt. Bitte ging mal öfters, ey. So ein Lauch. Ja, die Gegner haben irgendwie sehr wenig Rüstung gebaut. Man sieht, Olaf hat auch Spirit Visage First gebaut. Ich habe keine Ahnung, wieso. Der kauft sich erst Spirit Visage und dann geht der auf Chain Vest. Keine Ahnung, total dämlich. Verstehe ich überhaupt nicht, warum er das gemacht hat. Macht einfach gar keinen Sinn gegen drei AD-Champs. Zwei AD-Carries wohlgemerkt sogar noch. Da nicht eher Rüstung zu bauen, ist ziemlich dumm. Ich denke mal, das hätte uns auch das Genick gebrochen, wenn die ein bisschen tanky gegangen wären. Auch die Nidalee hat halt überhaupt nichts gerissen. Die war so schlecht. Also im Early zumindest. Klar, die macht zwar Damage, aber die hat im Early-Game, glaube ich, 0-3 stand die, glaube ich. Und da kannst du halt nicht, ja, da kannst du halt mit Nidalee nicht viel machen. Ich bin halt relativ stumpf mit Gragas und dementsprechend kommt man da relativ leicht durch. Gut, dann würde ich sagen, was hat für heute? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das, wie gesagt, sehr gerne häufiger sehen möchtet. Ich würde auf jeden Fall häufiger mal ein Dynamic Q hochladen wollen, weil das sehr viel Spaß macht, gerade jetzt zum Start der Season. Glaube ich, ganz geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.